Show, meine Damen und Herren. Und eins möchte ich jetzt mal gleich klarstellen. Wenn ich in den Nachrichten nur noch einmal das Wort Griechenland höre, dann kriege ich Pickel. Siehst du? Da! Sogar ein Wanderpickel. Moment, ist ja. Warte mal, warte mal. So! Bah. Letzte Woche! Gerade mal vor einer Woche haben wir hier gemeinsam das Ende der Euro-Krise gefeiert. Ich habe sogar von meinem Geld eine Blaskapelle kommen lassen. Und jetzt reißen diese Griechen alles mit dem Arsch wieder ein. Entsprechend auch die Laune der Politiker beim so und so vielten Euro-Rettungsgipfel in Cannes. Wie war denn die Stimmung an diesem Tisch? Mies. Jean-Claude Juncker, das Gesicht zur Krise. Und ich kann den Mann verstehen. Ne? Seit Monaten müssen wir in der Show hier Griechenwitze machen. Hier. Die 1000 schlechtesten Griechenwitze. Und ich schwöre Ihnen, wir haben sie alle durch. Jeden Einser. Kann ich irgendeinen rausnehmen? Warte mal, hier. Kommt ein Grieche zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe Burnout. Ende des Witzes. Ne? Oder den hier. Bald können die Griechen den Kykladen dicht machen. Gibt's keine neuen Gags? Doch, hier, warte mal. Einen hat der Papandreou rausgehauen, ne? Als er mal für ein paar Stunden gestern eine Volksabstimmung wollte. Das war ein Burner. Hier. Das griechische Volk ist reif genug und klug genug, die richtige Entscheidung zu treffen. Der war nicht schlecht. Den habe ich nicht kommen sehen. Ja, die Griechen sind klug genug. Ja, der sympathische ältere Herr, der jetzt noch ungefähr eine Stunde griechischer Ministerpräsident ist, der tut gerade so, als hätten die Griechen die Demokratie erfunden. Bitte? Ach so, haben die. Ja, guck mal an. Und Merkel und Sarkozy haben den Herrn Papandreou ja zum Glück zur Vernunft gebracht mit guten Argumenten und einer abgesägten Schrotflinte. Uns haben sie immer erzählt, Griechenpleite gleich Weltuntergang. Ne? Und jetzt heißt es plötzlich? Wir sind gewappnet. Gewappnet. Gewappnet my ass. Ne? Fakt ist, ganz Europa lässt sich weiter von 11 Millionen Griechen am Nasenring durch die Arena ziehen. Ich frage hier nochmal den Juncker, den alten Miesepeter. Hat der Euro überhaupt noch irgendeine Zukunft? Wenn ich Ihnen die Frage gestellt hätte und Sie wären ich, dann würden Sie auch die Frage nicht so beantworten, wie Ihre Frage tendenziell vermuten lässt, dass Sie gerne hätten, dass ich sie beantworten würde. Ich hoffe, Sie haben mitgeschrieben. Ich hoffe, Sie haben das mitgeschrieben. Ein wunderbarer Satz für die Ewigkeit, deswegen gibt es den jetzt auch als Euro-Fanschal, hat unser Praktikant gestrickt. Wenn ich Ihnen die Frage gestellt hatten und Sie wären ich, dann würden Sie auch die Frage nicht so beantworten. Klar. Ja. Ja. Beantworten würde. Jetzt nicht im Heute-Show-Fanshop. Zum Glück, müssen wir sagen, zu unser aller Glück wird Europa gerade von einer gütigen Monarchin regiert. Königin Angela I. ist, das wissen Sie, die unumstrittene Chefin. Alle huldigen ihr, wie hier der polnische Ministerpräsident Tusk. Handkuss. Wow. Danach war übrigens Merkels Ring weg. Ja, den hab ich. Entschuldigung, nein, nicht bitte. Der war wahnsinnig schlecht. Leute. Kinder, das wird euch jetzt bitter leid tun, dass ihr den so abgefeiert habt. Den habe ich nämlich aus dem Buch Die 1000 schlechtesten Polenwitze. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fehlte mir bei der Handkuss-Szene gerade. Irgendwas, ist es Musik? Was fehlte da? So. Jawohl, meine Party. Papandreou schwimmt bald mit den Fischen. Sagen wir, wie es ist. Europa wird mutifiziert. Ja, es tut mir leid für Herrn Obama, aber Merkel hat die Weltherrschaft. Ne? Auch daheim, wenn Sie mal drauf achten, tritt die Frau inzwischen ja geradezu majestätisch auf. Frau Bundeskanzlerin, wir würden gerne anfangen.
Euro Gnaden. Beehren Sie uns am Mikrofon. Ich finde ja, die Merkel macht das wirklich ganz pfiffig. Ne? Sie lässt ihr Trottelkabinett den Kleinscheiß machen. Ne? Ja. Sowas wie peinliche Mini-Steuerreformen, die keiner haben will, wie an diesem Wochenende. Ne? Und entkernt so lange fröhlich ihre eigene Partei. Denn Nachwehrpflicht, Atomkraft und Hauptschule wird jetzt die nächste heilige Kuh geschlachtet. Die CDU, alle Mann anschnallen, ist auf einmal für den Mindestlohn. Ne? Das setzt die Merkel durch, knallhart. Gegen ihre härteste und einzige Gegnerin. Mit der Union, jetzt spreche ich einfach mal als Parteivorsitzende, wird es flächendeckende gesetzliche Mindestlöhne nicht geben. Ja. Wenn man der Frau eins nicht vorwerfen kann, dann, dass sie Überzeugungen hätte. Ne? Die Frage ist schon, wie konservativ ist diese CDU eigentlich noch? Viele Stammwähler fragen schon verunsichert, was darf ich denn jetzt noch? Darf ich wenigstens noch meine Frau schlagen? Was ist denn konservativ? Ne? Nein, es ist ja so, der Laden rückt immer weiter nach links. Bin ich der Einzige, dem auffällt, was hier läuft? Ha, verstehst du? Natürlich! Ein schleichender Prozess, aber nicht aufzuhalten. Und es ist so böse von der Frau. Wenn man sich das überlegt, da wittert die Original-SPD gerade endlich mal Morgenluft in den Umfragen und zack, klaut die Merkel den Sozen ihr Lieblingsthema. Der Arbeitgeberpräsident kann es nicht fassen. Ja, und was ist eigentlich so schlimm daran, wenn man von seiner Arbeit auch leben kann? Das ist natürlich nicht schlimm. Aber wir haben in zunehmendem Maße auch Arbeitsplätze, deren Wertschöpfung Entlohnungen nicht hergeben, die dann zur Bestreitung des Lebensunterhaltes reichen. Seit dieser Woche 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Warum muss ausgerechnet Jabba the Hund hier Arbeitgeberpräsident sein? Warum? Meine Fresse! Wir haben es nochmal nachgeguckt. 1,2 Millionen. 1,2 Millionen Deutsche verdienen in diesem Land weniger als 5 Euro die Stunde. Das sind keine Arbeitsplätze. Die Typen, die die Pyramiden gebaut haben, hatten auch keine Arbeitsplätze. Die hatten einfach nur gut zu tun. Ne? Zum Thema Mindestlöhne hören Sie nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht von Hitradio Lidl. Ihrem In-Store-Radio, diese Woche im Angebot der 12 Kilo Eimer Zwiebelmett, nur 3,99. Zwiebelmett. Ja, das waren noch Zeiten. Damals in den 50ern. Jeden Morgen habe ich mir meine Schiebermütze aufgesetzt und bei Wind und Wetter Zeitungen ausgetragen. Für 10 Pfennige die Stunde. Warum habe ich das gemacht? Nun, weil ich damals zu blöd zum Scheißen war, statt meinem Chef seine fettglänzende Fresse zu polieren, weil er es wagt, mir so einen Schweinelohn anzubieten. Und heute schuften Friseurinnen in Leipzig für 3,50 Euro die Stunde. Kein Wunder, dass da so eine Scheiße bei rauskommt! Ich wollte beidseitig Extensions! Wenn man die arme Mandy menschenwürdig bezahlen würde, dann würde ich jetzt auch aussehen wie ein Mensch! Ihr verdammten Ausbeuter, Mistratten, Sau, Pillermann, Arschpisser, Kapital! Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren. Puh, das war knapp. Fast hätte er Kapitalisten gesagt. Das hätte voll Ärger gegeben. Kommen wir zur Hypo Real Estate Bank, abgekürzt HRE oder auch Hauptquartier der Rechenesel. Da sind, das wissen Sie vielleicht, auf einmal 55,5 Milliarden Euro aufgetaucht. Einfach so. Ich frage Sie mal ernsthaft, wie kann sowas passieren? Plus mit Minus vertauscht. Minus mit Plus verwechselt. Plus und Minus verwechselt. Grundrechenarten verwechselt. Kann passieren, ich bin selber Buchhalter. Ja, na dann, komm. Ja, ja.
Ist uns allen schon passiert. Ist uns doch allen schon passiert. Trotzdem, jetzt mal ehrlich, das muss man doch wirklich unterscheiden können, dieses hier, na. Addieren und subtrahieren. Genau. Subtrahieren. Das sind doch die Grundrechenarten, ne? Dovidieren. Mumpizieren. Und natürlich adilettieren, ist ja klar. So, die Bad Bank der Hypo Real Estate. Es ist ja nicht nur die Hypo Real Estate, es ist die Bad Bank. Die Bad Bank der Hypo Real Estate. Was ist das eigentlich für ein Laden? Wir schalten live nach München zu Tina Hausten in die Bankzentrale. Tina, wie peinlich ist den Bankern denn ihr Rechenfehler? Ach, Oliver, denen ist hier schon lange nichts mehr peinlich. Schamgefühl setzt Intelligenz voraus. Wenn ihr Golden Retriever auf den Teppich kackt, ist ihm das ja auch nicht peinlich. Ja, gut, den kann ich aber auch einschläfern lassen. Ich meine, die Typen da sind ja angeblich systemrelevant, selbst wenn sie sich um 55 Milliarden verrechnen. Ja, das lag aber auch an den Taschenrechnern hier. Die sind nämlich extra auf die Fähigkeiten dieser Banker zugeschnitten. Da. Ja, aber da fehlt doch die Minustaste. Ja, natürlich. Man will diese Leistungsträger ja nicht unnötig verunsichern. Minus kriegen die erst später, Oliver. Wenn sie gelernt haben, wie man eine Schleife bindet. Was? Ja, das sind doch totale Idioten. Falsch, Oliver, falsch. Wir haben die mehrfach mit Steuergeldern gerettet. Das sind unsere Idioten. Ich gehe mal ein Büro weiter in die Buchhaltung. Oh. Ja, toll. Aber Moment, Tina, das Ganze ist doch eine reine Giftmülldeponie. Randvoll mit toxischen Papieren. Kann man denn schon absehen, wie viel der Steuerzahler am Ende für den ganzen Euro-Bums, Hypo-Bums berappen muss? Lieber, dazu bräuchte man... dazu bräuchte man Bilanzen oder man bräuchte Quittungen. So was gibt's hier nicht. Deshalb ist das ja auch kein Job für Otto-Normalbanker. Ja, das sehe ich. Die sind alle hochbegabt, Tina. Aber seien wir mal froh, wie viele Eier hat er eigentlich noch? Seien wir mal froh, dass sie sich zu unseren Gunsten verrechnet haben. Deutschland hat ja jetzt plötzlich 55 Milliarden mehr. Ja, das stimmt. Diese 55 dürfen Sie jetzt abziehen von den 2021 Milliarden Schulden, die wir noch haben. Yippie! Wir sind alle reich. Ja, gut. Gibt's denn nach dem Rechenskandal da wenigstens personelle Konsequenzen? Also, wer fliegt jetzt alles raus? Gute Frage, Oliver. Ich gehe mal nach nebenan ins Büro des Vorstandsvorsitzenden. Ja, machen Sie das bitte. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass Sie jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen da. Herr Dr. Fury, fliegt hier jetzt jemand raus? Ich glaube, das müssen wir noch. Ich glaube, nein, Oliver. Ja, ich glaube es auch nicht. Tina Hausten, meine Damen und Herren, vielen Dank. Neulich wurden den Banken der Hypo Real Estate noch Bonuszahlungen zugebilligt, weil das solche Top-Experten sind. Das Image der Banker bleibt also im Keller. In den USA wird die Occupy Wall Street-Bewegung folgerichtig immer größer. Kein Wunder, denn da demonstrieren die Menschen, weil sie um ihre nackte Existenz bangen. Bei uns, bei allem Respekt, demonstrieren hauptsächlich Leute, die nachmittags Zeit haben. Martin Sonneborn hat für uns die letzten tapferen Occupy-Isten in Berlin besucht. Millionen Aktivisten protestieren weltweit gegen den Kapitalismus. Und hier mitten in der deutschen Hauptstadt sind es immerhin schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir schauen mal, wie sich der Widerstand gegen das deutsche Schweinesystem entwickelt. Wo schlaft ihr? Schlaft ihr tatsächlich in diesen dünnen Zelten nachts? Ja, wir schlafen in diesen Zelten. Wir haben Isomatten, Schlafsäcke, und Frauen sind manchmal auch da, die uns wärmen, ne? Und wir wärmen die Frauen. Wieso sind das relativ wenig Leute, wenn sogar Frauen nachts hier? Nein, wir sind, weil die Leute noch nicht wach sind. Also ich bin gerade aufgestanden, ich versuche mir gerade eine Morgenszigarette zu machen. Und, wie spät ist es jetzt gerade? Weiß ich nicht, also durch die Stunde Umstellung habe ich jetzt keinen Plan, aber ich denke mal... Es ist kurz vor 12. Oh, 12, okay. Ja, geht noch.
Hast du eine Forderung an das System zum Beispiel? Ich habe einfach eine Forderung, dass es Gleichgerechtigkeit für alle gibt, kein Schubladensystem mehr, dass dieses Parteiensystem endlich mal einen Geist aufgibt und... Und einen Platz in der Nähe der Küche für alle. Zum Beispiel. Ja, wir können uns kurz das Meditationszelt noch vorstellen. Da kann man sich gemeinsam hinsetzen, ne? Ein paar Kerzen, ansonsten sehr entspannt. Schön im Schneidersitz, man kann ein bisschen in sich gehen, seinen Ruhepunkt finden. Habt ihr eigentlich was gelernt, zum Beispiel vom Campen mit den Eltern früher für die Situation jetzt? Seid ihr vorbereitet? Ja, klar. Also wir wissen, wie man Verantwortungsbewusstheit mit der Umgebung umgeht, in der man sich bewegt. Hier wird sehr auf Sauberkeit geachtet vor allen Dingen. Also hier wird immer wieder durchgegangen, Laubfegen auch. Alles dabei. Kann man damit gewinnen gegen das System? Wie gesagt, das ist meine erste Revolution, die ich mitmache. Meine Oma und Opa, die haben mir gesagt, die 89, die Revolution, die sie mitgemacht haben, war friedlich, mitunter so die Anfänge. Und hast du dich mit deiner Oma und deinem Opa unterhalten? Konnten die dir Tipps geben für diese Revolution? Ja, ich mache das so ganz gesmooft. Ich mache das ruhig, ich überarbeite mich nicht, ich übernehme mich nicht. Ich lebe halt so ganz nach dem Prinzip, meine Oma hat mir den Tipp gegeben. Kann das eine erfolgreiche Revolution werden, wenn man das so ganz schmoof macht? Ja. Wir gehen jetzt mal zu der Oma von Thorsten. Sie protestiert schon seit über 20 Jahren im Occupy-Camp von Schmöckwitz. Und zwar gegen alles. Haben Sie nicht 89 schon mal was geändert, eine Revolution angeführt? Nee. Ich habe eigentlich noch nie so was gemacht. Waren Sie 89 gar nicht im Land? Na klar, aber ich habe noch nie irgendwie was mitgemacht hier. Ich mache meine Sachen, die sollen ihre Sachen machen, dann ist gut. Ich will meine Ruhe haben. Assemblea weltweit, Assemblea weltweit, Assemblea, Assemblea, Assemblea mundial, ey. Ich fürchte, es wird schwierig, eine Revolution in Deutschland zu machen. Die Leute fühlen sich einfach zu wohl da, wo sie sind. Wir geben zurück ins Studio. Vielen Dank. Besser ist. Ich bleib hier. Eine gesmoofte Reportage von Martin Sonneborn. So. Und nach so viel Revolution und so viel Frust in der heutigen Sendung möchte ich jetzt mal was zu feiern haben. Hier, wie wär's denn mit 50 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen? Oder wie ich sage, 50 Jahre geheuchelte Integrationspolitik. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Alle paar Monate gibt's in Deutschland dieses Ritual. Man regt sich furchtbar auf über Parallelgesellschaften. Dann merkt irgendwer, dass echte Integration Geld kostet und das Thema schläft wieder ein. Zum Glück haben wir ja alle die Aufmerksamkeitsspanne von Fruchtfliegen. Wie war das eigentlich in den 60ern? Guten Morgen. Haben Sie für uns Brief? Ja, hier ist ein Brief. Dankeschön. Nanu, haben Sie hier Italiener beschäftigt? Nein, das sind Türken. Ach du Jemine! Türken? Also für mich sehen die alle gleich aus, ne? So war es leider in den 60er Jahren. Zumindest einen Teil dieser Klischees haben wir ja inzwischen Gott sei Dank überwunden. Die Klischees sagen ja auch, dass eigentlich nur Männer als Gastarbeiter gekommen sind. Wir haben Bilder im Kopf von schnauzbärtigen Gestalten, die am Hochofen schuften. Ja, und einige davon waren Frauen. Nein, den habe ich übrigens aus dem Buch Die 1000 schlechtesten Türkenwitze, meine Damen und Herren. Wirklich ein sehr, sehr schlechtes Buch. Aber ganz im Ernst, als die ersten türkischen Männer zu uns ins Land kamen, da fragte das Fernsehen doch tatsächlich deutsche Frauen, ob sie sich jetzt belästigt fühlen. Kein Witz. Meines Erachtens ja. Also mir ist schon oft wieder erfahren, dass mir einige Gastarbeiter nachgekommen sind und mich angesprochen haben. Aber ich kann das leider nicht verallgemeinern. Ja, ich würde so gerne verallgemeinern, aber ich bin leider nur ein paar Mal belästigt worden. Was willst du machen? Der türkische Ministerpräsident warnt in diesen Tagen seine Landsleute in Deutschland übrigens regelmäßig vor zu viel Anpassung und nennt die Forderung nach Deutschkenntnissen eine Menschenrechtsverletzung. Das erklärt vielleicht auch solche Interviews. Du willst einen deutschen Pass haben? Ich will einen deutschen Pass. Ich will, damit ich in so Diskos gehen kann und so mit Perso. Du willst einen deutschen Pass? Ja, aber ich krieg nicht. Aber du willst kein Deutscher sein? Nein. Ja gut, also... Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, ich habe einen deutschen Pass und komme trotzdem nicht in die Disco. Ne? Das liegt an meinen verdammten Schuhen. So, es gibt ja viele Unternehmen, das wissen Sie vielleicht, in denen ausländische Kollegen, neue ausländische Kollegen einfach nur mitlaufen. Die Heute Show dagegen hat ihrem Mitarbeiter Mesut Güngen einen eigenen Integrationscoach zur Seite gestellt, nämlich Albrecht Humboldt. Fragen wir mal, wie die Integration hier so voranschreitet. Die Herren, guten Abend. Sehr schön. Ja.
Ja, gut, Albrecht, Integration gut und schön, aber muss der Mesut jetzt auch noch rumlaufen wie ein geleckter Klassensprecher? Was soll denn das? Ach, wissen Sie, ich habe wirklich sehr, sehr lange überlegt, wer denn das perfekte Vorbild für unseren Mesut hier wäre. Und da bin ich zufällig an einem Spiegel vorbeigekommen. Ja, das hatte ich vergessen, Ihr ganzes Haus ist ja verspiegelt. Mesut, Sie sollen hier natürlich jetzt nicht Ihre türkischen Wurzeln verleugnen. Sagen Sie mir nicht, Sie haben schon Ihren tiefer gelegten Dreier-BMW verkauft. Herr Welke, früher habe ich auch über jeden Dreck gelacht. Viele Südländer sind einfach furchtbar albern. Und heute? Ja, heute lache ich gar nicht mehr. Heute bin ich Deutscher. Sehr gut. Oliver, es ist mir tatsächlich gelungen, ihm diese, ja, sinnlose türkische Lebensfreude komplett abzutrainieren. Wie sagt meine Mutti immer, Lachen zahlt keine Miete. Dafür bin ich dem Albrecht wahnsinnig dankbar. Auch meine Familie hat endlich ihre Emotionen im Griff. Meine Frau hat nicht mal mehr Spaß am Sex. Ja, willkommen in Deutschland. Albrecht. Ich sehe ja Ihre Bemühungen. Integrationscoach, gut und schön, aber haben Sie dem Kollegen jetzt nur die miesen deutschen Eigenschaften beigebracht oder was? Nein, natürlich nicht. Tut mir leid. Oh nein, mir tut es leid. Nein, Sie zuerst. Ach bitte, Sie zuerst. Ich verstehe. Stopp! Aber nein, das ist doch... Sehr ekelhaft, mein Gott. Humboldt, Sie haben ein Monster geschaffen. Danke. Das bedeutet mir wirklich viel. Aber wir machen wirklich immer noch Fortschritte. Mesuts Nachbarin zum Beispiel ist eine Kunststudentin und die übt manchmal Bratsche während der Mittagsruhe. Ja, früher hätte ich das ignoriert. Heute zeige ich die blöde Kuh an. Sehen Sie? Oh Gott, aber wenn die Türkei im Fußball gewinnt, dann machen Sie aber schon noch mit beim Autokorso, oder? Sind Sie wahnsinnig? Die Hupe darf ausschließlich dazu benutzt werden, um andere Verkehrsteilnehmer vor Gefahrensituationen zu warnen. Oder? Ah, oder um außerorts die eigene Überholabsicht anzukündigen. Straßenverkehrsordnung, Paragraph 16. Mhm. Alles andere stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Regelsatz von 10 Euro geahndet wird. Im Übrigen ist der Mesut ja gar kein Fan mehr der türkischen Mannschaft. Was? Von wem denn? Schlan, 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 Schlan. Aufhört! Mesut, Mesut, bitte! Biedern Sie sich nicht an bei den Leuten hier! Mesut, irgendwo da in Ihnen, da steckt doch noch ein Türke, der raus will. Ich locke den jetzt mit allen Mitteln hervor, passen Sie auf. Mesut, Ihre Mutter kann nicht kochen! Ganz ruhig. Ja, da haben Sie leider vollkommen recht. Sauerbraten mit Klößen kriegt sie einfach nicht hin. Albrechts Mutter hingegen. Oh, da fällt mir ein, Mutti fragt, ob Sie vielleicht kommenden Sonntag wieder zu uns kommen möchten. Ja, gern, pünktlich um 12 hier immer. Ja, und nicht vergessen, pünktlich um 12 heißt nicht 5 Minuten nach 12. Ich habe keinen Bock mehr. Mesut Küngen und Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren. Das Experiment ist ja voll außer Kontrolle geraten. So, meine ganz andere Frage. Was macht eigentlich die Opposition, namentlich SPD und Grüne, den ganzen Tag? Opponieren? Nix da. Die nicken nur noch fleißig die Euro-Rettungsvorschläge der Bundeskanzlerin ab. Weil sie alternativlos sind. Ne? Tja, kleines Problem am Rande, die Wähler nicken gerade nicht mit. Die SPD legt zwar zu, aber für Rot-Grün würde es im Moment definitiv nicht reichen. Hä? Tja, sorry Jungs, ne? Da muss sich der Gabriel eben jetzt einen zusätzlichen Partner suchen. Und ich sag mal, für sowas gibt's doch Sendungen. Ja, Siggi, wer soll dein nächstes Herzblatt sein? Du alter Polygamist. Vorschlag, vielleicht die coolen Piraten. Die sind neu und sexy und neu. Die hatten gerade ihren ersten Schultag im Berliner Abgeordnetenhaus. Ist ja noch früh am Morgen, das Büro noch zu. Jetzt muss ich gerade runtergehen und halt irgendwie einen Schlüssel besorgen, weil dieser Raum ist. Und ich habe halt eigentlich eine Schlüsselbescheinigung, die ich jetzt, ich glaube, ich habe sie irgendwie im anderen Sakko. Ja, gut. Ja, das ist natürlich, das ist typisch Computer-Nerd. Ne? Wahrscheinlich dachte er, die Tür geht mit dem Passwort auf.
Ich habe das Gefühl, die kommen im virtuellen Leben einen Tick besser zurecht als in der Realität, oder? Ah! Sag ich doch. So, Sigi, oder hast du eher Bock auf die Linken als willige Mehrheitsbeschaffer? Die haben jetzt ja sogar ein Programm. Da stehen ganz tolle Sachen drin. Die versprechen Sex and Drugs and Rock'n'Roll and Verstaatlichung. Gut, okay, eigentlich nur Verstaatlichung und Drogen, aber immerhin. So ist es kein Wunder, dass alle anderen Parteien jetzt voll neidisch sind auf die Linken und ablästern. Hier zum Beispiel Heinz-Peter Hausstein, auch bekannt als der Rhetorikgott der FDP. Was diese Linken von sich geben zum Schutz vor Restitutionsversuchen des Kapitalismus. Und dort steht als Leitsatz drin, die Diktatur des Proletariats. Unvorstellbar. Also unser System, unsere Marktwirtschaft abzuschaffen. Ich denke, mein Schwein pfeift. Ich glaube, mein Schwein pfeift Wind of Change. Der Hausstein. Not, Satz, Satz. Ja. So wütend haben ihn die Linken gemacht, Sigi, dass er kaum noch sprechen konnte. Ja, das Knallerprogramm der Linken. Das lässt sogar die Grünen aus der fair gehandelten Unterhose springen. Sie melken eine Kuh auf einer Weide, die keinen Zaun hat. Das müssen Sie endlich mal verstehen. Genau, verstehen Sie das doch mal. Sie reiten ein Gürteltier, das keine Geschwister hat. In einer Turnhalle ohne Hausmeister. Ja, Sigi, Piraten oder Linke als Mehrheitsbeschaffer? Da weiß man echt nicht, wen man zuerst nicht nehmen soll. So, Sigmar, wer soll denn nun dein Herzblatt sein? Sind es die Linken, die mit dir gemeinsam im Drogenrausch alle enteignen wollen, außer Oskar Lafontaine? Oder sind es die drolligen Piraten, die dir im romantischen Schein einer USB-Lampe das Twittern erklären? Oder gehst du am Ende doch wieder auf Nummer sicher und lässt dich 4 Jahre vom Peitschen-Angie als Juniorpartner demütigen? So, Sigmar, du musst dich nun entscheiden. Schwierige Entscheidung. In Gabriels Haut möchte ich da nicht stecken. Obwohl genug Platz wäre ja. Wir haben unseren Experten für Pest- oder Cholera-Entscheidungen, Markus Barth, nach Berlin zum Willy-Brandt-Haus geschickt. Markus, wie soll die SPD sich entscheiden? Ach Olli, wenn es ums Regieren geht, macht es die SPD wie ein verzweifelter Ballermann-Urlauber nachts um 4 im Oberbayern. Sie nimmt alles, was noch Puls hat. Okay. Das schließt ja zumindest die FDP aus. Was wäre denn zum Beispiel mit den Piraten? Die Freunde hier noch kurz. Piraten, wären die Piraten nicht ein Partner für die SPD? Nein, die Piraten gehen gar nicht. Gucken Sie mal, die sind jung, sympathisch und gut gelaunt. Das ist das Gegenteil von SPD. Ja, stimmt, die katholische Kirche macht ja auch kein Joint Venture mit den Hells Angels. Eben. Um in der SPD Karriere zu machen, muss man sich über Jahrzehnte hochsaufen. Man muss zu jeder beschissenen DGB-Demo und Dixieland-Jazz hören. Und dann kommen da so ein paar Facebook-Spacken, die in ihrem Leben noch nie richtig gekotzt haben und holen aus dem Stand 7%. Da drehst du durch als Sozi. Okay, vergessen wir die Piraten, vielleicht auch die Linken. Reden wir mal über Inhalte. Mit welchen Themen will die SPD denn in den nächsten Bundestagswahlkampf ziehen? Gut, dass Sie fragen. Mit gar keinen. Bitte? Ja. Das ist genial, denn wenn die SPD keine Themen mehr hat, dann kann die Olle Merkel ihnen auch keine Themen mehr klauen. Ja, aber gut, einerseits richtig, andererseits bei aller berechtigten Angst vor Angie, der CDU-Elster, Wahlkampf ohne Themen, das geht doch gar nicht. Und wie das geht, man muss das große Nichts nur richtig verpacken, zum Beispiel so. Was ist das denn? Das ist die neue Peer Steinbrück Actionpuppe. Mit den geilsten Originalzitaten vom Oberlehrer der Nation. Achtung. Es geht nicht um Leben und Tod, es geht um mehr als das. Oh, der hat so drauf, oder? Hier, noch einer. Wenn du die Affen warnen willst, schlachte ein Huhn. Ja gut, Markus, jetzt fassen wir mal zusammen. Die SPD koaliert mit jedem, wenn es sein muss, hat keine eigenen Themen mehr, aber Peer Steinbrück. Damit wollen die ernsthaft die Wahl gewinnen? Olli, dazu sage ich nur eins. Das klingt relativ banal, ist es aber nicht. Markus Barth, meine Damen und Herren, vielen Dank.
So. Nun aber zu unserer beliebten Rubrik, die Scheißidee der Woche. Ein japanischer Staatssekretär hat in dieser Woche ein Glas Wasser aus einer Pfütze in Fukushima getrunken, um zu beweisen, dass sowas absolut nicht gesundheitsschädlich ist. 5 Minuten später sah der Mann dann so aus. Ich finde, er hat sich verbessert. Das war die Heute-Show. Jetzt kommt das blaue Sofa. Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann ein bisschen später. Tschüss, schönen Abend noch. Das Buch zur Sendung erhalten Sie im Handel und im ZDF-Online-Shop.